Hallo, Kurzhöser hier. Wie ganz wenige Leute wissen, gibt es ja für Office 2013 einen sogenannten Office Store, wo man verschiedene Apps herunterladen kann und für Word, PowerPoint und Excel und OneNote Add-ins hinzufügen kann. Also sogenannte Apps heißen es jetzt. Und ich habe jetzt gerade vor ein paar Minuten erfahren, dass GeoGebra endlich eine App für Office 2013 erstellt hat, und zwar speziell für Word. Ich werde den Link dann noch posten. Auf alle Fälle schaut es irrsinnig toll aus auf den ersten Blick. Man kann diese App hinzufügen und dadurch sind sehr, sehr viele Möglichkeiten gegeben. Und ich möchte es kurz nur vorzeigen. Und zwar, wenn man das hinzufügt, findet man dann im Word, ich habe das da mal kurz vorbereitet, unter Einfügen Apps für Office, und man kann dann diese GeoGebra-App hinzufügen. Das Tolle ist, man kommt dort direkt auf GeoGebra Tube und kann in dem riesen Fundus, mittlerweile sind es 73.265 Materialien, die frei und kostenlos zugänglich sind, auf GeoGebra Tube. Und was ich ganz cool finde, ist, man ist sofort verbunden mit seinen eigenen Applets. Also ich habe da ja auf GeoGebra Tube ein paar Applets hochgeladen, und man sieht sofort, aha, ich habe da hier meine Applets zur Verfügung, kann aber auch eine Suche durchführen. Wie schaut das Ganze aus? Ich habe da ein einfaches Word-Dokument, also das ist ganz normal. Und du jetzt einfach diesen Normalverteilungsrechner mal einfügen. Es entsteht dann so ein kleines Fenster. Dieses Fenster ist anpassbar. Das ist nur ein Screenshot dabei, also da sieht man so einen Play-Button. Aber, und das ist das Tolle, dieses Applet, wenn ich auf diesen Play-Button klicke, öffnet sich. Es wird ein bisschen abgedunkelt. Und ich habe tatsächlich jetzt ein funktionierendes Applet in mein Word eingebaut. Das heißt, hier bei dem Funktionen, bei dem Wahrscheinlichkeitsrechner habe ich die Funktionalität, das habe ich erst vor kurzem gebaut, dass ich zum Beispiel ganz schnell hier interaktiv arbeiten kann. Und das bietet natürlich wahnsinnig viele Möglichkeiten, wenn man jetzt bedenkt, man hat jetzt GeoGebra in einem Text zum Beispiel eingebaut und kann damit sofort weiterarbeiten. Und die Schüler können zum Beispiel da unten sofort die Lösung dazu schreiben und so weiter und so fort. Also ideales Werkzeug, um Dinge zu visualisieren, und das mit einem ganz einfachen Tool, das jeder kennt, das fast auf jedem PC installiert ist, nämlich Microsoft Word. Und das eröffnet natürlich wahnsinnig viele Möglichkeiten. Ich denke mal, wenn man jetzt beispielsweise Skripten erstellt oder irgendwelche Materialien, die man den Schülern zur Verfügung stellen möchte, dann ist das ein Traum, weil alles an einem Ort ist. Ich brauche eigentlich das Dokument nochmal abspeichern, und dann kann der Schüler sofort mit diesem Applet arbeiten. Okay, soweit so gut. Also auch hier ein anderes Applet nur, damit man sieht, das ist wirklich interaktiv und es funktioniert mit jedem. Man kann natürlich jetzt irrsinnig viel suchen auf GeoGebra Tube und das geeignete Material finden. Denken wir da zum Beispiel, ich werde mal geschwind was suchen, zum grafischen Ableiten, grafisches Ableiten. Und noch einmal möchte ich das betonen, das ist eigentlich schon sehr, sehr nahe an der Realität, die ich gerne hätte, wenn man jetzt eben interaktive Arbeitsblätter erstellen möchte, beziehungsweise Skripten, interaktive Schulbücher. Also da denke ich mal, sind die Dinge wirklich, wirklich, wirklich genial. Und da kann man sehr viel draus machen. Okay, soweit so gut. Vielleicht später noch ein bisschen mehr darüber. Ich werde das Ganze gleich einmal speichern und um zu sehen, wie das dann für den Schüler aussieht. Ob man da zum Beispiel auch die App auf dem PC installiert haben muss. Ich gehe mal davon aus. Oder ob das auf jedem Computer mit Word funktioniert. Aber mehr kommt da sicher noch von mir in der Zukunft. Dankeschön.